Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeZeeBee's Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. Wir stehen vor einem kleinen Problem. Ich habe das Rezept reingetan, aber es passiert nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das jetzt verbuggt ist. Was mich jetzt einfach nur wurmt, ich habe jetzt keinen Bock, gerade in Cheat Mode zu gehen, um hier diese Teile nochmal zu cheaten. Sorry, Leute, ich wollte mal schauen, ob ich irgendwas triggern kann. Ja, ich habe mal kurz 4 Stück von denen gemacht. Ich zeig mal ganz kurz das Rezept. Das 3. 4 Ender Fuse Obsidian, ein Diamond Edge Computational Matrix, also Burnt Quartz, Dia und Ender Fuse Obsidian und 2 Basic Gates. Ich finde, da ist das scheiße gemacht hier. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal hier so Gate eingebe und das erste mir anzeigen lasse. Naja, das ist ein Redstone Chipset und Red Pipe Wire. So, ein Iron Spike ist fertig. So, es geht aber noch weiter. Wir brauchen noch Golden Spikes. Und da brauchen wir Magical Wood für. Wir brauchen ein Bookshelf und 4 Enchanted Books. Und da habe ich mir überlegt, das machen wir jetzt ganz einfach. Da machen wir jetzt einmal eine Onshell Ladung mit fertig. Und zwar gibt es die Möglichkeit. Ich glaube, so sollte das reichen. Ja, das sollte klappen. So bekommen wir nämlich genau 4 Bücher raus. Warum bekommen wir nur 4 Bücher raus, wenn ich 8 Teile habe? Ganz einfach, weil man braucht pro Buch 2 Stück. So, wo habe ich das Papier angeklatscht? Hier. So. So und so. Dann werde ich jetzt ein bisschen verschwenderisch sein. Okay, jetzt heißt es verschwenderisch. Wir gönnen uns ein bisschen, drücken wir es so aus. Ich glaube, ein halbes Stack dürfte da reichen. Und zwar, wenn wir so machen, kriegen wir Flim Flim 4. So, und wenn ich mich nicht täusche, dürfte das ausreichen bis zum Sankt Nimmerleinstag. An Magical Wood. Ach komm, benutzen wir die 3D dann noch, die wir haben. Ich habe keinen Bock, nochmal neue zu machen hier und so, ne? Hier auch meine wundervollen Fans, ne? Ja, die Chicks kommen mir einfach zugelaufen. Die kommen ja wirklich zugelaufen. Alter Vater. Also wir nähern uns jetzt auch schon ziemlich zügig dem Ziel einer besseren Mobfarm. So, dann schauen wir jetzt mal, was das bringt. 4 Gold, Bookshelf und die ganzen Flimflam-Bücher. 30 Magical Wood. Für einen halben Stack Emeralds nehme ich gerne. So, und jetzt fällt mir ein, wir... Ach stimmt, die kannst du nicht mehr umwandeln. Ich brauche ja noch einmal. Ach komm, machen wir jetzt einfach. Zack, halber Stack Sticks. Ich bin noch mal so ein bisschen in Verschwenderlaune. Nennen wir es Gönnerlaune. Das ist S1. Und für die Diamond Spikes brauchen wir noch Diamond Blöcke. Ja, das ist jetzt ein bisschen teurer, aber da müssen wir eingehen, das Geschäft. So, mit dem Magical Wood habe ich auch noch ein paar Pläne. Und zwar würde ich mal testen, wenn man eine Waffe aus Magical Wood macht, per Tinkers, kriegt man, wenn ich das richtig im Kopf habe, 11, ja, 11, 11, Modifier. Jetzt will ich mal überlegen, man kann ja die Tools austauschen. Was ist, wenn man erst den Modifier drauf macht und danach es austauscht? Also, wenn man, ich mache jetzt erstmal ein Schwert, so ein Rapier aus komplett, ne? Einmal komplett Format hier und so. Aus komplett Magical Wood.
wie die Modifier. Hau dann da komplett Quarz drauf, also 11 mal, ja, 11 mal Quarz. Ja, ich achte irgendwie so ein bisschen drauf. Irgendwie jetzt merke ich gerade, dass ich statt 11 gerne mal 11 sage. Also 11. ÖLF. Das ist mir in letzter Zeit richtig bewusst geworden, erstmal. Ja. Also die 11 Modifier mit, oder 11. Ach, wieso will ich das eigentlich korrigieren? Ich meine, ist halt hier so gewöhnt. 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 Boy. Deutsch Sprach, Schwersprach. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie mein alter Mathelehrer mit so Pflegen sagt. Nee, zu sagen pflegte. Boah, Alter. Ich weiß nicht, was hier los ist, ne? Ich weiß es echt nicht und will es auch irgendwie nicht wissen. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man diese 11 Modifier jetzt auf ein Schwert packt, die komplett Quarz drauf packt, also für komplett Sharpness, und dann das Magical Wood durch Enderium zum Beispiel ersetzt, dann sollte das ja auch die Haltbarkeit haben. Das würde ich nachher einmal austesten. Also entweder haben wir gleich die Verschwendung des Jahrtausends, oder wir haben eine richtig krasse OP-Ficker-Waffe. Ich wäre irgendwie für das Zweite. So, ja, aber wir müssen jetzt gleich eh noch ein bisschen mit Tinkers arbeiten. Ah, hoffentlich schaffen wir das doch heute. Aber heute wird eine teure Folge. So, wir haben jetzt zwei Diamond Spikes. Jetzt brauchen wir einen Anvil. Ne? Einen schönen Amboss, den ich mir auf den Kopf fallen lasse. Dup. Dup, dup. Anvil. So. Packe ich mal hier hin. Die packe ich aber erstmal hier hin. Weil wir machen uns jetzt einen Disenchanter von Draconic Evolution. So, da brauchen wir irgendeine Enchanted Book. Da wird schon irgendwie zwei alte Lappi. Oder eine. Wir brauchen ja nur einen, stimmt ja. Ein normales Buch, das ist relativ schnell hergestellt. Wir brauchen halt schon das Holz gerade. Dop, dop, dop. Dup. Dup, dup, dup. So. Eine Komponente haben wir schon mal. Wir brauchen dann zweimal das. Wir haben eigentlich schon den Rest. Wir brauchen eigentlich nur noch hier Draconic Kurs. Ich mache mal kurz den Rest fertig. Das waren zwei Emeralds. Zwei Blaze Powder für die Eye of Ender. Das Enchanted Book haben wir und die Enchantment Table auch. So. Und okay, das dahin. Das dahin. Den einmal abgerissen. Zack. Und zack. Holen wir mal hier ein Billo-Buch raus. Hier Wrecking 1. Ich wrecke gleich auch nochmal was. So, Draconic Course, wir brauchen Draconium. Wie kommen wir an Draconium ran? Ja, das zeige ich jetzt einmal ganz kurz, aber schon wieder schneller als alles andere. Entweder über Draconium Ore, aber Draconium Ore kriegen wir nur über Stone mit Draconium Ore Dust. Und Draconium Ore Dust ist Draconium Sand, Draconium Ore Gravel und da brauchen wir Broken Draconium Ore. Und das bekommen wir blöderweise nur aus Crushed Endstone. Das heißt, ich baue mir jetzt erstmal ein Portal zum End und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ja, man kann sich Endstone hier relativ einfach herstellen. Und zwar brauchen wir entweder über die teure Variante mit Resonant Ender oder wir gehen einfach mal hin in so ein Barrel mit Lava, hauen wir ein Glowstone rein und wir kriegen einen Endstone raus. Ja, jetzt wollte ich nur irgendwie so den Pulverizer hätte ich irgendwie schon mal ein bisschen mehr vorbereiten können. Ja, komm, dann mache ich schon mal.
den Rest fertig. Ja, ist glaube ich das Beste, wenn ich das mache. Und zwar, ich nehme jetzt mal so einen bewussten, nicht mehr 2,6 Lapisblöcke mit. So, und wir machen uns jetzt ein bisschen Tinkers Werkzeug. So, dann gehen wir mal hin. Toolrod. Flop, ja komm. Das brauchen wir. Okay, dann eben so rum. Gib mir mal das Gelumpe hier. Wir machen das gerade wirklich nur ein richtig billiges Tool. Das werden wir auch kaum benutzen. So. Und jetzt brauchen wir noch das Swordblade. Brauchen wir Cleanstone. So. Und dann machen wir das einmal fertig. Ja. So, so und so. Einmal, zweimal. So. Was haben wir damit jetzt vor? Wenn wir jetzt einmal komplett aufrüsten auf Looting 3. Weil, das habe ich in einem Livestream herausgefunden, das hat mir da so ein bisschen die Community von dem Typen gesagt. Ich hatte mich so ein bisschen unterhalten so mit denen, ja, wie kriegt man so ein bisschen bei Skyblock Enchantments, einfach so verzaubern, oder? So, hier haben wir jetzt einmal ein Schwert mit Looting 3. So, und die meinten dann einfach nur, ja komm, wofür verzaubern, macht ihr doch einfach Tinkers Werkzeug. Sag ich nur, ja nee, ich brauche das ja teilweise auch für Rezepte, brauche ich bestimmte Verzauberungen. Ja, macht ihr Tinkers Werkzeug? Und ich bin nur so, hä? Ja, offiziell kann man mit dem Disenchanter von Draconic Evolution auch Blöcke, hier die Waffen, disenchanten. Wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich. Regen ist minimal nervig. So, holen wir jetzt einmal das olle Sieb raus. Oak Sieb. Haben wir ja länger nicht mehr gemacht. Ah, Platinum. Alter, wie niedrig ist die Chance auf Draconium? Ja, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Chance so gering ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Hm. Und sonst so? Wow. Ein Draconium Ohr. Ja, das müssen wir dann kleinknüppeln. Oh Gott. Ich glaube, ganz ehrlich, da werde ich gleich mich mal ganz kurz den halben Stack hier durchsieben. Oder ich mache das einfach so. Ich werde jetzt einmal komplett durchsieben und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das vollkommen fertig habe. Bis gleich. So, das war ein Krampf. Das war echt ein Krampf. Also da werde ich irgendwann echt nochmal eine Automatisierung für machen, das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, ich habe gerade locker 3 6 Endstone verhauen. Für 8 Draconium Ingots. Alter. Ich will doch nur eine Farmer haben. Better than Diamond, wir haben's. This is where it begins. 2 Draconic Cores, weiter können wir momentan auch locker nicht kommen. So.
Only what I want. So, Disenchanter. Wir brauchen noch zwei Bücher. Ich glaube, da gehe ich jetzt wirklich mal kurz. Was gönnen. Vielen Dank für Ihr Leder. Ihr Leder wird ziemlich gut behandelt werden. Dank Ihnen werden wir eine ausgezeichnete Mobfarm bekommen. So, hier ist Looting 3 drauf. Hoch. Looting 3. Kannst du das jetzt eigentlich nochmal machen? Nein. Looting 3. Ja, die können wir jetzt mal hier rein. Meins hätte ich gerne schon noch wieder. So, und jetzt geht's ans lustige, spaßige Entsch. Oh. Looting 3. Looting 3. Und Reaper 5. Und wir brauchen neue Level. Können wir das irgendwie gerade hier ein bisschen auftreiben mit so Hühner schaffen? Ja, das kommt schon ordentlich was beisammen. Ja, das haben wir gleich. Ja, ihr müsst leider auch noch davon weichen. Ja. Okay, jetzt haben wir keine. Okay, wir haben dann noch einen Huhn. Dann muss leider hier doch noch eine Kuh weichen. Ja. Und du noch? Oh. Eine Cow-Trophy. Sehr schön. 21 Level. Man könnte behaupten, das wäre jetzt nicht Wurf gewesen. Ich sage, es war Wurf. Die wollte ich da reintun. Jetzt aber wenigstens mal wieder ordentlich was zu essen. Und jetzt Looting 3, Reaper 5. Lol. Ah. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt eine ordentliche Mobfarm. Da werde ich jetzt auch nochmal hier eine Diatruhe oder sowas anschließen, dass es ein bisschen besser läuft, ne? Ja, gerade die Lampe extra, da geht das vielleicht auch oben schon kaputt. Natürlich nicht. Nein, ich will die. So, dann machen wir einmal kurz. So. Und. Gut, man kriegt davon Schaden, alles klar. Das hier oben will ich jetzt aber auch noch gerade wegmachen. Wieso mache ich das Ganze? Naja, die Spikes sind halt schneller vom Schaden her. Wir haben Looting 3 drauf, Reaper 5. Dann haben wir wenigstens auch schon mal eine gute Ressource für Mob Souls. Jetzt kann man damit argumentieren, du hast doch gar keine Chance, wie momentan an Spawner zu kommen. Noch nicht, es gibt aber eine Möglichkeit, aber das wird aber dauern. Weil wir dafür in die ganzen Magie-Mods rein müssen. Habe ich hier oben angestellt. Ja, komm. Gut. Machen wir hier heute mal dicht. So, und jetzt bekommen wir mehr Loot. Mehr Loot, besseren Loot. Und wir werden jetzt auch mal endlich Wizard-Skelettköpfe bekommen. Also wirklich dauerhaft. Moment, das wollte ich noch rausholen. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich habe heute genug gelitten. Oh.
Da war jetzt gerade ein Compress ein Charge Creeper. Mal schauen, was er so gedroppt hat. Ja, das hat ja super funktioniert schon bisher. Ja, gut. Bisschen läuft. Gut, ich würde sagen, ich stelle mich, glaube ich, hier auf, sogar ein bisschen was hin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich glaube, beim nächsten Mal, was machen wir beim nächsten Mal? Also bisher habe ich noch nicht so wirklich eine Ahnung, aber ich lasse mir was einfallen. Ich glaube, wir machen beim nächsten Mal schon die Reaktoren fertig. Da werde ich aber auch ziemlich viel ausprobieren, vorbereiten. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.